Hä? Wieso gibt's keine Einleitung? Was wird? Raube Ach nee, Befall da steht's ja. wiederholen? Vorbereitungskosten. Warte mal. Daten. Ach nee, ich muss jetzt erst aussuchen. Ja, okay. Ja. Ich muss ja. Das bockt dann Problem. Das kommt jetzt als Ach, du nächstes. hast jetzt. Ach so, ja, genau. Das erste hast du durch, jetzt kommt das zweite. Und das Genau. habe ich. Das ist der Hälfte, den ich immer spiele. Immer. Okay. Ja, weil der nicht so schwer ist und noch genügend viel Kohle bringt für Where alle. are they? Here. Weil Can der I get letzte some ist sau caffeine schwer. here? Vamos, people. You're late. If you worked for me, I'd fire you. We do work for you, and you can't afford to fire us. Very clever. We're trying to stop a global crisis, and you're quibbling about employment law. Remind me to explain why you never had a successful startup go ballistic. My God, you are annoying! I'm very successful. I can afford to be annoying. I date a lot. I'm a millennial. You're 38! I'm on the cusp. Don't try to put me in a box. This guy. Bonkers. We have a real problem here. Every time Clifford looks at the data, this is not good. I told you it wasn't good. I undersold it. This is the apocalypse, the doomsday scenario. Since we uncovered the mole, we realized tip of the iceberg doesn't do us justice. Tip of the big iceberg. There's Russian and Chinese agents at work all over the city. The president's been The informed. president's been misinformed. You don't understand what I'm saying. These fucking civil servants. Soul-crushing socialists, the lot of you. People like you hold people like me back. Okay, other than objectivism, what are we doing here? Well, sadly, I think he's right. There's a submarine off the coast. We have to find out what it's doing there. And then blow it up. No! That's exactly what they want. That's the war. Humanity's last stand. Mushroom clouds, fallout. 50 generations of living in caves before someone reinvents fire. I need your team to get on there. That and find out what happened to the missing agent. This man. Okay. Codename ULP was kidnapped last night. He was looking into data breaches in our department and was on to something. Now he's gone. Possibly dead. He's not dead. I'm sure of that. We're gonna need an Avenger if we're ever gonna get on that submarine. There's one in a hangar at LSIA. They keep keys to the hangar in the news vans. Well, I'm gonna need riot vans too. I've got a plan here. Then start a riot and steal one. This cannot be traced back to me. I Das ist cannot lustig. believe I said that. All that fucking ethics training. And you need to get underwater somehow, undetected. Underwater, undetected? To find out about the security around the submarine before the assault. Okay, I know, I know. Strombergs. These things. Yeah, all right, let me see if I can source a few. Got a couple here that are wrecked. Right here. So you got this? Yeah, sure. Just a little, world war to prevent. In that case, we don't need to know anymore. Let's go. All of you. Okay, just give me a minute. All right, there. That's everything. Plans there. Should be pretty obvious. I'll be in touch. Good luck. Up on your GPS. Now we need a news van to get a key card to get in an aircraft hangar to steal an Avenger because the Russians are here on a submarine. Okay, you got that? Ach, hätte ja dort bleiben können. Stimmt auch. Ist das die gleiche? Moment, ist das denn die gleiche Stelle? So get their van while they're occupied and bring it to me. Nein, jetzt ist es in Los Santos. Hä? Ach, okay. Was ein anderes gemacht hat. Nee, es ist das gleiche, aber die ändern sich je nach Versuch, glaube ich. Okay. I feel like Mrs. Ragman is not a lady we want to trifle with. Unless we want to end up in a secret foreign prison, that is. I mean, do you want to end up at an IAA black site? Yeah, me neither. Yeah, she was smoking. Look out!
Our bank robbers have made the oh-so-wise decision to shoot their way to glory through a gas station. It could go up at any time. But, I don't know, maybe that's what you want. Hard to know. Oh nee, ich stand schon wieder zu nah dran. Obwohl, ich stand doch auf der Straße draußen, hey. Das gibt's doch nicht. My, my. You all alright, huh? The van's still intact, so, so get it back here. Boah, alles am explodieren. Warte, lass mich erst mal... I should probably say we'd rather you didn't bring the cops here. We've kinda got enough to deal with right now. Lass doch. Na, sofort. Oh, ein bisschen Verfolgungsaction hier erst noch mal nehmen. Jetzt haben wir sie sowieso abgehängt. Ah, da kommt ja einer von vorne. Wird zur Basis, ne? Wenn wir kurz vor der Basis sind, dann rufe ich Lester an. Das war nochmal Haftbombe zünden. Okay. Okay. Ja, zwei Pilote, ne? Soll er uns aufhalten. Oh, Feuer einstellen, ich rufe jetzt Lester an.
I'm guessing you don't want a back rub. How can I help? There's a sub off the coast. Foreign agents everywhere, and no real explanation of what's going on. I'm sure there are conspiracy videos about this online, but I'm too scared to watch them. Transaktion braucht wieder Ewigkeiten. Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Aber lustig. Ja, als Fahrer jetzt eine ganze. Ja, nervig oder was? Millionen Polizeiautos hier entgegengekommen. Na, ausweichen. Ja, das macht doch mit dem Auto keinen Spaß. Okay, das stimmt. Normaler Auto ist gut. Aber für mich so hinten rausschießen, das war eigentlich mal... So the setup jobs are a big deal ahead of the final operation, the move on the submarine. So we always gotta make sure we have the equipment we need. Might seem like this prep work is small fry, but details matter. We need this stuff, but it's not so important how we get it. Source it, steal it from rival crews, throw money down to buy it, whatever. Get the equipment and we can do the job and we can get paid. Was geht eigentlich mit den... Ich fahr mit dir mit, ich muss in 2,5 Minuten den Ofen kurz ausmachen. Ja, alles klar. Mein Windsor-Fahrer, wenn du willst. Mein Schlachtschiff. Ach, mal dem Haus, klar. Ja, wenn das hinter einsteigt, ich weiß nicht warum. Warum steigt er nicht hinter ein? Weil du zweit sind. No. Great guy. Kitesurfer. Deeply moral. Yeah, he's an inspiration to us all. Totally. The man disrupted the military sector, brought B2B outsourcing to the geopolitical sphere. I mean, what is Meriwether if not a lean, mean, results-focused, disruptive business tool startup? Percival, the CEO, has become a personal friend. He's a doer and a visionary. And a war criminal. Stimmt, can't forget that. Please, das hier, I'd love to try and see this from your blinkered, Stone Age moralist perspective, but right now, we've got $50 million worth of tilt-rotor aircraft to take off them, right? Yeah. Glad we can agree. Head out to the airport. We're going after the Avenger dual-capability aircraft. Its rotors tilt so you can fly it like a plane or a chopper. And if you don't want to fly at all and you want to man the gun turrets, it's got autopilot. Exactly the versatility you'll need in a combat situation. But when we get it, we can use it to launch our operation on the big submarine off the coast. You know, the one controlled by a rogue Russian military unit that's probably armed with nuclear warheads that we're being paid to do something about for some reason. Yeah, cool. Eine bewaffnete Osprey. Government funding sure does fill up the bank account. This must be what it feels like to be a corn farmer. Heavily subsidized, but only with extra murdering. Also halt einmal Windows-Einstellung, dann Asus-Board-Einstellungen, gibt ja auch noch einen Audio-Treiber dazu, dann gibt es noch den Realtek-Treiber dazu und dann halt noch der Cross-Air-Treiber. Mhm. Yeah!
Also, das war doch geil, wa? Das war echt geil. Ich hätte es auch nehmen müssen. Dann muss ich eine Stereoanlage laufen lassen, dass diese Lautsprecherboxe, also vom PC extra und Headset, dass ich das getrennt steuern kann. Oh, na, wir müssen, verdammt. Was ist los? Ja, ich... Wie ging nochmal Nachtsicht? Gehen wir kurz weg. Ja. Die Flak zum Kauf. Oh, I love that part. Retreat! Say goodnight! Jason Mahomes! So, jetzt gehen wir ab geht's. Was machen wir? Ich hab schon 4 Westen verbraucht gerade. Ich hab keine einzige verbraucht. Hört ihr mich? Ja. Da war gerade Ladebildschirm gerade so aus dem Radpanzer mit Flaggschießmodus zu verkaufen. Fall back! Enemies in front of you! You're gonna have to go through them to get to the switch! Verstanden? Ja, es spackt gerade alles rum bei GTA. Also bisher läuft's gut bei mir hier oben. Ich hab nur noch 3 Westen. Das Gefühl, ich ziehe das ganze Feuer auf mich. Ich seh die auch immer erst, wenn die nur schießen.
wieder weg, Beste weg, ey. Sieht nicht schlechter aus, ja. Rechts vorne sind nämlich immer noch einer. Woher schießt's jetzt? Geht immer noch kurz raus und schießt und dann wieder weg. Okay, einen hab ich. So, jetzt hab ich den. Rennt zum nächsten. Ja. Perfekt. Geh doch. Ist der Rest erledigt oder was? Ja. Ich mal so sagen, ja. Gewesen sein. Ja, nee, ist klar. Ja, beim Treiber runter an der Stelle, die sich so dumm war, ist unglaublich. Ich habe nur noch eine Weste. Ich gehe, wo an welches Terminal gehe ich denn? Was war das hier? The Avenger has VTOL. Vertical takeoff and landing. Yeah, VTOL. Was sagst du? Wer ist Weltmeister, du Lull? In was? Ne, da, ne. Just to let you know, all Meriwether equipment is insured fully comp. So they will be trying to shoot the bird out of the sky instead of getting it back. Check your altitude, you're all over their radar up there. They'll be trying to track you using radar. Stay low and keep off their screens. Oder? Ne, wir sind mittel im Gefecht, deswegen verstehen wir auch so schlecht. Meriwether
this one. Remember to stay low. Landen bitte. We got it. I'll have some IAA interns get ready for the op. Speak soon. Sehr schön. Ja, aber der kommt hart runter, hey, beim Umschalter von vom. Der verliert dann kurz ziemlich Höhe, ja. Horizontale ins Vertikale, ist echt übel. Wenn du da nicht sofort Vollgas gibst, schlagst du unten auf. Das ist beim ersten Mal Fliege passiert. Ich glaube, als das Osprey-Programm entwickelt wurde, war das wirklich auch der Hauptgrund für die ersten Abstürze der Prototypen. Das Ding war ziemlich, umstritten, diese V22 Osprey. Mhm. Aber heute funktioniert das super.